Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In vielen Gärten finden sich Legusterhecken wieder. Einige sehen schön gepflegt aus, einige, die verkahlen aber und ja, sind dann unschön. Damit eure Legusterhecke eben nicht zu den hässlichen gehört, sondern zu den schönen, gebe ich euch in diesem Video Pflegehinweise, wie ihr eure Legusterhecke oder auch eure Legusterpflanze richtig pflegt. Wer auch im Winter eine grüne Hecke haben möchte oder eine grüne Pflanze, der sollte sich die schwarz-grüne Legusta kaufen. Der botanische Name ist dafür Legustrum vulgare astrovirens. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ebenfalls wintergrün ist Legustrum ovalifolium, ja, sind schwierige Wörter. Und diese Sorte stammt zum Beispiel ursprünglich aus Japan. Der gemeine Legusta, also Legustrum vulgare, der kommt aus Europa und der ist hingegen nur sommergrün. Das heißt, der verliert dann im Winter ja seine Blätter. Die meisten haben diesen aus Europa stammenden und deshalb seht ihr oftmals ja im Winter ja dann Legusterhecken, die keine Blätter haben. Und wenn ihr welche seht, die noch Blätter haben, dann wisst ihr jetzt, dass das eben andere Sorten sind. Kommen wir einmal zum Standort. Ihr könnt eure Hecke oder Pflanze in der Sonne pflanzen, an einem schattigen Standort. Das ist beides möglich, auch halbschattig. Legusta gedeiht wirklich überall gut. Im Schatten bekommt die Hecke allerdings schneller kahle Stellen. Die Triebe bilden sich dann nur da aus, wo Licht halt auch hinkommt. Und ja, wenn ihr eine richtig dichte Hecke haben wollt, dann ist natürlich ein sonniger Standort besser. Dann solltet ihr beim Anpflanzen darauf achten, pro Meter Legusterhecke solltet ihr nicht mehr als 3 Pflanzen pflanzen und beachtet auch den Abstand zur Straße und zum Nachbarn, denn so eine Legusterhecke kann wirklich sehr, sehr groß und breit werden. Ja, wie sieht es mit den Bodenverhältnissen aus? Da muss man sagen, dass die Pflanze da recht anspruchslos ist und mit sämtlichen Bodenverhältnissen eigentlich ganz gut zurechtkommt. Ja, wie schaut es mit dem Gießen aus? Beim Gießen ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass keine Nässe steht im Boden, also Staunässe mögen sie nicht. Das heißt, wenn ihr einen lehmigen Boden habt oder die Pflanze sogar im Topf haltet, müsst ihr immer darauf achten, dass das Wasser auch abfließen kann, weil ansonsten fangen die Wurzeln an zu faulen und das ist absolut ja, nicht gut für die Pflanze. Trockenheit mögen die Pflanzen ebenfalls nicht, besonders bei Jungpflanzen oder Pflanzen, die ihr frisch gepflanzt habt, da müsst ihr darauf aufpassen und die natürlich regelmäßig gießen, da sollte die Erde stetig feucht sein. Ansonsten, wenn es sehr, sehr trocken ist, müsst ihr auch mal gießen. Ja, Legusta, das sind Flachwurzler und ja, dann freuen die sich auch mal über eine Gabel extra Wasser. Kommen wir einmal zum Düngen. Da eignet sich ein Langzeitdünger. Ihr könnt also einmal Kaffeesatz nehmen oder zum Beispiel so einen Volldünger in Form von Blaukorn, wie ich das hier habe. Die Frage ist noch, wann düngt man? Das macht man einmal im Frühjahr. Und dann kann man es nochmal im Juni machen, also im Prinzip immer vor so einem Wachstumsschub, weil im Juni, da treiben die dann nämlich auch nochmal aus. Und ja, das Ganze kann man dann nochmal unterstützen, indem man dann, wenn man denn will, düngt und dann wächst die Pflanze noch mehr. Ja, kommen wir einmal noch zur Blüte. Das finde ich, riecht persönlich richtig, richtig schön, wenn man an so einer Legusterhecke vorbeigeht. Und die Blütezeit, die fängt meistens so, ja, Ende Mai an, Mitte Mai und dauert dann so 4 Wochen und ja, sieht auch sehr, sehr schön aus, wenn man diese weißen Blüten an seiner Legusterhecke oder Pflanze hat. Ja, kommen wir einmal zum Thema Schneiden. Genau da macht der Leguster nämlich die meiste Arbeit. Ihr könnt sehen, ich habe hier einen Leguster Hochstammbaum. Ich hatte früher auch eine Legusterhecke, weil ich Legusta eigentlich ja sehr, sehr schön finde. Aber als Heckenpflanze muss ich sagen, macht sie mir wirklich zu viel Arbeit, was das Schneiden angeht. Deshalb habe ich nur noch einzelne Bäume in meinem Garten, die ich bearbeite. Bei Hecken habe ich mich für was anderes entschieden. Ja, wie ist es nun mit dem Schneiden? Das muss man 2-mal im Jahr machen. Mindestens, sage ich mal. Und zwar ist es einmal, dass man das Ganze im Frühjahr macht und dann nochmal Ende Mai, immer wenn die so einen Wachstumsschub haben, dann macht man das vielleicht auch Mitte Juni noch nach dem Wachstumsschub, ja Ende Mai, Mitte Juni. Und ich hatte jetzt hier meinen Ende Mai geschnitten und jetzt ist Mitte Juni und in 2 Wochen ist der schon wieder richtig ausgetrieben. Das heißt, von der Kugel ist schon nichts mehr zu sehen. Und ja, so ein klein bisschen in Form stutzen muss man den, wenn man das dann richtig haben will, eigentlich im Prinzip während der Vegetationsphase ständig. Ja, diese kleinen Korrekturen, sage ich mal, die könnt ihr hier mit einer kleinen Heckenschere vornehmen. Den großen Rückschnitt im Frühjahr vor der Brutzeit, ne? Und ja,
dann Ende Mai, Anfang Mitte Juni. Das macht ihr natürlich dann am besten mit einer elektrischen Heckenschere, wo ihr dann richtig lang geht. Ansonsten würdet ihr euch mit so einer Schere hier dann nur dumm und dämlich arbeiten. Aber so kleine Korrekturschnitte, wie ich das jetzt hier mache, die könnt ihr halt wirklich entsprechend mit so einer kleinen Schere vornehmen. Habt doch keine Angst, der ist sehr schnittverträglich und treibt auch immer wieder recht gut aus. Ja, wie schaut es im Winter aus? Hatte ich ja anfangs schon mal angesprochen, dass es da verschiedene Sorten gibt, immergrüne und halt welche, die dann kein Laub mehr tragen im Winter. Aber alle Sorten sind winterhart, da müsst ihr also nichts unternehmen, dass ihr die Pflanzen irgendwo jetzt vorm Winter schützen müsstet. Ja, wie sieht das mit Krankheiten und Schädlingen aus an den Pflanzen? Die sind eigentlich sehr, sehr robust und kaum anfällig für Krankheiten. Ab und zu kann es mal sein, dass sich Blattläuse bilden. Das hatte ich hier in meinem Bäumchen mal. Meistens sitzen die dann so an der Unterseite und dann rollen sich die Blätter zusammen. Ich habe euch da mal ein Video verlinkt, wie ich die Blattläuse bei dieser Pflanze wieder wegbekommen habe. Das könnt ihr dann auch so anwenden und wird euch in diesem Fall dann weiterhelfen. Ja, dann möchte ich euch noch mal einen Tipp geben. Und ich hatte es ja schon angesprochen, die meisten halten Liguster eben als Hecke, aber seht mal, wie schön sich das Ganze auch als Baum machen kann. Hier seht ihr mal einen Baum, der schon zurechtgeschnitten ist. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Ligusterhecke habt und möchtet dann auch so ein Bäumchen haben, dann könnt ihr euch das auch selber ziehen. Ihr könnt dazu einfach hier die Schnittreste nehmen und diese einpflanzen. Wie man das Ganze macht, habe ich euch einmal hier in diesem Video verlinkt. Das ist eine Stecklingsvermehrung, das funktioniert wunderbar. Beim Liguster auch eine Hecke kann man sich so ziehen, das habe ich damals mal so gemacht. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac, have a great day.